So, willkommen zu Kampfstocktechniken Teil 2. Um es euch ein bisschen einfacher zu machen, habe ich jetzt eine Seite orange gemacht. So könnt ihr immer erkennen, auf welche Seite der Stock sich gerade befindet. In dem ersten habt ihr den gelernt. Und im zweiten Teil lernt ihr, wie ihr den hinter dem Rücken führen könnt. Und dann wieder nach vorne. Orange startet auf der linken Seite und kommt auch auf der linken Seite wieder an. Eine Umdrehung. Hier geht der Stock nochmal rüber, umgreift. Nach der Umdrehung kommt eine halbe Umdrehung. Dann eine ganze Umdrehung hinter dem Rücken lang. Hinter dem Rücken. Und dann hier hinten einmal tauschen. Dann geht Orange nach oben mit dem linken Arm. Einmal hinter dem Kopf eine halbe Umdrehung. Da übergreift die andere Hand. Dann einmal Übergabe auf die andere Hand. Und wieder runter. Jetzt könnte man hinten wieder lang führen und das nochmal wiederholen. Bis Orange wieder unten ist. Oder man macht das nochmal und dann ist Silber wieder unten. Schnell wird es dann so aussehen. Zack. Und Orange ist wieder hier. Jetzt von vorne nochmal. Spiegelverkehrt, sorry. Also, einmal rüber, eine Umdrehung. Halbe Umdrehung. Dann Orange einmal hinter dem Rücken lang und nach unten. Dann wird hinten übergriffen. Und Orange ist immer nach unten, dann nach oben, Orange hinter den Kopf einmal drehen, sodass die Hände so sind und die Däume nach hinten, einmal übergeben und Orange ist hinten oben. Und jetzt könnte man aus dieser Position wieder nach vorne gehen. Zack. Zack. Und diesen Trick könnt ihr öfters üben. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war's erstmal wieder. Und viel Erfolg beim Lernen, beim Üben, beim Trainieren, was auch immer.